Moin, moin, liebe Leute, und willkommen zu einem weiteren Indie-Spotlight nach doch längerer Pause. Aber falls es wer noch nicht mitgekriegt hat, ich habe ja jetzt auch einen Real-Life-Kanal und neben dem Video, was ich auch auf diesem Kanal hier angekündigt habe, so, das ist korrektes Deutsch, sind noch zwei weitere Videos erschienen. Also ich mache da wirklich ernst, Real-Life-Content kommt nur auf dem neuen Kanal. Also falls ihr noch nicht abonniert habt, aber dieses ganze Real-Life-Gedöns sehr gern bei mir gesehen habt, dann schaut doch rüber und abonniert den Kanal, würde mich sehr freuen. Und heute spielen wir als eine Scheibe Toast in I Am Bread. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel ist dezent schwer. Und es ist nicht, wie viele gedacht haben, irgendwie nur so ein YouTuber-Bait, weil jeder YouTuber das halt spielt, aber sonst hat es keinen Sinn. Nein, es hat tatsächlich ein Ziel, nämlich müssen wir in jedem Level versuchen, uns irgendwie zu toasten. Und wie schon erwähnt, das ist nicht ganz einfach. Ich habe das hier, den Montag, den habe ich schon fertig gekriegt, allerdings nur mit einem F. Und die Launch, beziehungsweise das Wohnzimmer dann vermutlich, habe ich nicht geschafft, das war zu krass. Ich habe zwar eine Ahnung, wo man dann dahin muss und was man tun muss, aber es ist wirklich, ich zeige es euch einfach. I am loading. So, hier steht irgendwas, was irgendwie total nicht relevant ist, aber hey, was soll's. Und da ist unsere Aufgabe, wir müssen Toast werden. Wir sind nämlich hier diese Scheibe Toast. Und ihr seht schon, die Steuerung steht ja dran. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das nicht so ganz einfach ist. Und wir dürfen auch nicht den Boden berühren, weil dadurch werden wir dann weniger essbar. Deswegen müssen wir irgendwie versuchen, hier hinten zum Toaster zu kommen. Was leichter gesagt als getan ist. Ich versuche hier gerade die richtige Kombination zu finden. So, das ist nämlich auch nicht so ganz einfach noch, mit diesem relativ neuen Schema oder Kontrollschema irgendwie weiterzukommen. So, ich versuche jetzt hier gerade aufs Skateboard zu fallen, weil Skateboard ist okay, nur Boden nicht. Und wenn ich dann hier so ein bisschen nach vorne rutsche, dann hilft mir das Skateboard auch, mich hier an den Schrank zu pappen. Ich versuche das jetzt. Ja, ich habe schon ein bisschen Übung. Allerdings noch nicht so viel. So, jetzt sind wir zumindest in diesem Boden hier schon mal entkommen, der doch relativ dreckig ist. Ich werde auch schauen, dass ich die Videos hier, diese zukünftigen Indie-Spotlights, ein bisschen kürzer halte als die. Nun ja, extrem. Ihr seht, hier krabbeln schon so ein paar Viechers rum, weil der Schinken da nicht mehr ganz so frisch ist und die machen mir auch ein wenig Schaden. Und ich habe gesehen, ein Entwickler ist durch dieses Level in ungefähr 48 Sekunden gekommen. Das werde ich jetzt nicht unbedingt schaffen. Ja, ich versuche hier den rechten Trigger zu finden, damit ich hier so rumkomme. Man kann natürlich auch sehr viel Mist hier bauen, was glaube ich auch gewollt ist. Und ihr seht da oben die Grip-Anzeige. Upp, da hat es kurz geleckt, aber das liegt eher mit an der Aufnahme. Das hatte ich nämlich vorher nicht. Nein! Und hier sind wir schon auf dem Boden und verlieren sekündlich an Essbarkeit, was jetzt nicht so geil ist. Ob wir Essbarkeit zurückerlangen, wenn wir in die Spüle springen? Ich bezweifle es ehrlich gesagt. An der Spüle war ich nämlich auch noch nie. Und da fallen wir auch schon. Wir konnten uns aber nicht mehr retten. Das ist nicht so schön. Man muss halt doch relativ fix versuchen, wieder vom Boden wegzukommen. Was einfacher gesagt als getan ist, weil ja, wie gesagt, die Steuerung nicht unbedingt freundlich zu einem ist. Und die Kamera manchmal auch nicht. So. So. Ich
kann mich sicher auch irgendwie hier toasten, wenn ich drankommen würde. Was nicht passiert ist. Ihr seht, das Ganze ist nicht so ganz einfach. Und dabei zu sprechen, ist noch wesentlich schwieriger. Aber ich tue mein Bestes. Wir können uns natürlich auch nicht nur am Toaster toasten, sondern soweit ich weiß auch an Sachen wie hier dieser, ja, dieser Pfanne jetzt vermutlich nicht. Aber ich glaube, wir können das hier irgendwie anschalten. Frag mich aber nicht wie. So, wir können uns auch permanent an Sachen dran heften. Wenn da hier X und Y und so erscheint. Ah ja, und seht ihr, ich habe das Teil hier jetzt schon angedreht. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie den Topf da wegkriege. Oder mich auch in den Topf reinpacke, das reicht ja auch. Oder reicht's nicht? Ne, anscheinend reicht's nicht. Ich muss schon direkt auf die Platte. So, einmal den Topf aus dem Weg. Versuchen hier wieder rauszukommen, ohne runterzufallen. Das wäre nämlich auch ganz dufte. Dann kann ich mich nämlich hier zum Toasten drauflegen und alles ist gut. Zumindest eine Seite. Dann muss ich die beiden hier drücken und mich umdrehen, um auch die andere Seite schön knusprig zu kriegen. Ja, noch nicht ganz fertig. So, die Seite funktioniert auch. Das habe ich bisher nicht gemacht. Ich bin immer da hinten bis zum Toaster gegangen, den ich euch jetzt gerade wegen der Kamera nicht zeigen kann. Da in der Ecke. Vielleicht ist das dann diesmal... Ja, ist sogar besser als mein vorheriger Run, wo ich halt eine 6 hatte, ein F. Run of the Mill. Und so kann man dann auch schon zum nächsten Tag gehen. Ihr seht, ich benutze gerade die Maus. Das Ganze ist noch Early Access. Ist noch nicht jedes Menü mit dem Controller kontrollierbar. Ich habe diese Dings nie verstanden. Und ihr seht, jetzt sind wir hier im Wohnzimmer quasi. Ich habe schon mal versucht, mich unter dieser Lampe da zu rüsten, was ich bisher noch nicht geschafft habe, und aus irgendeinem Grund halte ich gerade an dem Brot fest. Deswegen habe ich gedacht, hier vielleicht vor die Heizung, aber dazu müssten wir die Heizung auch vorher erst andrehen. Das ist, also hier wird schon ein bisschen komplizierter, weil dieser Raum hat keinen Toaster und er hat auch keine wie heißen die Dinger? Nicht Backplatten. Was hast du denn geraucht? Keine Heizplatten, kein Ofen-Ding. Ihr wisst, was ich meine. Und der Boden hier ist absolut tödlich. Ich zeige euch das mal. Also der Boden hier, ne? Da hast du keine Chance. Sobald du das Ding hier berührst, bist du kaputt. I'm not eating that. Ich spiele nochmal. Ich weiß nicht, was auf diesem Boden passiert ist. Aber es ist nicht schön. Es ist wirklich nicht schön. So. Und da ich dieses Level hier sowieso erstmal nicht abschließen werde, werde ich es nur einmal kurz versuchen. Ich habe letzte Mal versucht, hier so rein, weißt du, mich dann versucht, hier so durch bestimmte Bewegungen runterzuschleudern, aber dass der Topf noch auf der richtigen Seite landet. Was nicht so einfach ist. Überhaupt den Dings hier mal vom Tisch zu kriegen. So, du darfst runterfallen, ja. Aber dann auf die richtige Seite. Aber ich liege schon wieder auf dem Boden. Das heißt, wir haben schon so gut wie verloren. Also dieses Level ist dann schon wesentlich komplizierter. Ja, und ihr seht, was das ist. Es ist einfach ein, ich bin ein Brotscheibensimulator. Allerdings mit richtigem Gameplay, was ich jetzt nicht erwartet hätte, als das angekündigt wurde. Ist von denselben Leuten, die auch den Surgeon Simulator gemacht haben. Ihr erinnert euch, wo man mit einem Hammer auf ein Gehirn eindreschen konnte und das Ganze als erfolgreiche Operation galt. Ja, und
Wenn euch's gefällt, in der Videobeschreibung ist ein Link dazu. Ich erinnere euch nochmal an meinen Real-Life-Kanal, weil da doch jetzt auch in nächster Zeit ein bisschen was an Content kommt. Ich habe da so ein paar Sachen im Kopf. Und hier wird es jetzt auch regelmäßig weitergehen. Entschuldigung für die etwas längere Pause. Mir war einfach danach hier erstmal so ein bisschen alles ruhig angehen zu lassen. Wie gesagt, es kommen ja jetzt nicht mehr unbedingt täglich Videos. Es können aber täglich Videos kommen. Es können sogar täglich mehrere Videos kommen, wenn ich einfach Bock drauf habe. Also hier gibt es jetzt nicht mehr so ein wirkliches, ja, wie soll ich es nennen? Keine Ahnung. Aber mein Brot stirbt jetzt gerade und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.